Donnerstag. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, Oma hat ein Ausrufezeichen drauf. Ich möchte aber vorher... Oh, da kommt noch einer mit einem Ausrufezeichen. Kann ich vielleicht vorher mal kurz gießen, Leute? Das würde ich sehr gerne mal eben schnell erledigen, bevor ich hier irgendetwas anderes mache. So. Ach, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Stunden hier, ne? Also Stunden nicht, aber ja gut, 2 Stunden doch. Gegen 9 rum ist das fertig. So. Pflanzen, ich weiß gar nicht, haben wir mal nachgeguckt? Pflanzen brauchen jetzt noch 3, also 4 Tage insgesamt, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, die Frage ist jetzt, hat sie jetzt was mit Oma zu tun? Ich muss erstmal mit Oma sprechen. Tut mir leid, es kommen mir so viele auf einmal. Oma möchte ein spezielles Rezept gebacken haben, so wie es aussieht. Stay a moment, honeybee. How are you finding the town now that you've met everyone? I know we're a bit different than the folks you might have known back in the city. That's a good thing, actually. I needed to say goodbye to all of that. For now, at least. You haven't said much about your fiancé. Do you want to talk about what happened with... I'm sorry, I have such a bad memory for names these days. Meins auch nicht. Sam ist ein guter Name, aber da das der Ex ist, Claire ist doch eigentlich ein Mädchenname. Ach, nehmen wir mal Matt, ist ja der Ex. Matt, there really isn't much to say. I woke up one day with a note next to my pillow saying that we were over. We haven't spoken since. What a coward. Grandma. I'm sorry, but it's true. My view is too many folks take the easy way out these days. You deserved better than that, Tara. Thank you, Grandma. On this island, when folks want to break up, they'll tell you to your face. It's a bit of a convoluted tradition, actually, but... Well, we're putting the cart before the horse, aren't we? And maybe it's time for you to get back on the horse. Anyone caught your eye yet? I'm not sure I'm ready to date again, Grandma. Come now. You can't spend all your time doing farm chores. You've got to live a little. Really? I'm happy just to make new friends. For now. Fine, fine. Suit yourself. But if you really want to make new friends, a little generosity never hurts. Here, take this and give it to Thomas. You'll see what I mean. Thomas ist doch der Indianer, oder? Oh ja, da war ich kurz davor, dass ich mit ihm... Moment, kann ich mit dir sonst noch sprechen? If you ever want to go visit your grandfather, the cemetery is just across from the Consciousness Center. I see Sophia there a fair bit. Poor thing lost her husband not too long ago. It came on so sudden I don't think she can make sense of it. I hope she'll meet someone new when she's ready. Okay. Aber sie hat jetzt... Sie hat es mir ja gegeben. Ja, ja, ja. Dann heißt das wahrscheinlich nur so viel wie, ich muss das da abschließen. Du bist nicht Thomas, aber das sieht gut aus. Was ist das? Sag mir. Sag mir, was du möchtest. Good morning. I've had an inspiration. Uh-oh. When people here get inspired, that somehow always means more work for me. You got me. Of course, I know you're busy, what with the farm and taking care of your gram, but I've been looking at old blueprints of the mine, and I think Parker could fix it up for you. Nothing to it but some new wood supports and some stone to build back up the rubble wall entrance. Anyhow, if you do get it fixed up and dig out some good iron ore, I'd be happy to smelt it for you. You're right. That does sound useful. I'll get to it. Ja! Und ich hab sogar alles. Ist das geil? Sorry, ich muss jetzt mal eben versteckte, ja, Aggression kann man nicht sagen, versteckte Freude rauslassen. Heißt das denn das? Oder das? Oder, was heißt das?
Ach so, nee, ich habe nur Nahrung, die ich verschenken kann. Okay. Reden? Messenger Cameron says he's having a hard time keeping up his stock of pamphlets. That must mean that his message is really getting popular in town. Ja, nee. Neue Blaupause. Wie, wo, was, wie kann ich das jetzt machen? Oh, ist das geil, ist das geil, ist das geil. Wo war das jetzt, da oben? Muss ich da jetzt hin? Muss ich da, kann ich, ach nee, das ist bei den Typen ist das, oder? Moment, ich bin jetzt hier total aufgeregt gerade. Bringe Parker die Baumaterial. Ja. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich brauche übrigens... Nee, 9 Uhr kriege ich das Zeug erst. Ah, perfekt. Ich habe sogar wieder Unkraut. Ja, das ist der schönste Tag meines Farmlebens. Das heißt, der wird es vielleicht erst werden, wenn ich eine Spitzhacke bekomme und das Ganze geöffnet wird. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Ich freue mich gerade wie dolle. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, warum ich mich gerade so freue und finde das ziemlich bekloppt. Aber das ist mir sowas von egal. Es freut mich trotzdem. Da oben ist noch ein Pilz. Den nehmen wir natürlich auch direkt mit. Zack. Und dann gehen wir mal schnell zu Thomas. Wenn wir allerdings bei ihm waren, das muss ich im Auge behalten und darf das nicht wieder vergessen. Dann muss ich definitiv nochmal zurückgehen. Weil das dauert ja auch wieder ein paar Stunden, bis ich dann das Getränk da, diese Brühe, wollte ich gerade sagen, diese Zauberelixier bekomme. Nein, jetzt ist er nicht zu Hause. Wo ist der Sack denn hin? Willst du mich veräppeln? Der Rosane oder die Rosane scheint mir ja weiblich gewesen zu sein. Ist auch nicht da. Thomas! Wo bist denn du? Oh, Moment. Zweimal dran vorbeigelaufen, weil ich ständig nach oben geguckt habe. Oh, das finde ich ein bisschen blöd, dass man nicht einfach so auf die Karte gucken kann und dann irgendwo sieht, wo die gerade rumlaufen. Das wäre eine schöne Verbesserung. Falls irgendwann im nächsten Jahrhundert von Wildflowers von den Macher jemand mein Let's Play schauen sollte. Das wäre eine super tolle Verbesserung, wenn man sehen könnte, wo die Leute gerade sind auf der Karte. So, warum stehe ich jetzt hier? Ach so, weil ich die Zeit mal kurz vorspulen wollte. Damit ich jetzt nicht hier wie so eine Irre umherlaufe. Und die Erde da gleich nicht rausholen kann. Weil das möchte ich da mal eben reintun und dann weitergehen. So, Moment. Das machen wir wieder auf entspannt. So, einmal rüber. Sollte das doch eigentlich. 10 Minuten wollte er mich jetzt veräppeln hier. So lange kann das doch nicht. Was ist denn mit dem eigentlich hier? Der braucht noch 3 Tage. Wieso läuft die jetzt nach rechts? Vielleicht hätte ich es auf dem Honig drauf machen sollen, ne? Och, komm, ernsthaft. Warum dauert das jetzt so lange, bis die 10 Minuten jetzt hier... So, zack. Das war jetzt mega schnell gerade. So, das nehmen wir jetzt direkt mal. Tun, glaube ich. Ja, tun wieder Neues rein. Und machen uns jetzt diesen einen Trank, den wir schon die ganze Zeit machen wollten. Oh, warum hänge ich denn hier? So, den wir nämlich brauchen... Brauchen wir auch nur einen Fliegenpilz für... Ja, genau, das ist der... Schön darauf achten, dass es nichts Falsches ist. Der dauert auch 8 Stunden. Okay, perfekt. Dann können wir... 18 Uhr? Ja klar, dann können wir vorher sogar noch den Trank holen, wenn ich daran denke. Wahrscheinlich denke ich nicht dran. Wenn ich daran denke, können wir noch den Trank holen und dann heute Abend tatsächlich nochmal unsere Runde machen. Wieso ist die jetzt hier nicht... Hallo? Wir haben 49. Hat die heute geschlossen? Hallöchen! Nein, ich will dir nichts geben. Wem sollte ich das jetzt geben? Oh, ich weiß Angus gar nicht gets mehr. Annoyed at me for ragging on Cameron, but I can't help it. I mean, look at his pants. He looks like he's about to go join a street gang in a Broadway musical. Okay. Aber ich habe gerade Satansbraten gelesen. Thomas. Ach so, ja genau, ihm wohl. Ah, ich habe schon wieder total vergessen. Aber wo ist denn der Kerl? Dem Indianer müssen wir das geben. Gerade noch drauf. Oh, I'm so glad Kai is on the island. Even if the bouncy perfection atop his head makes me want to weep with envy. Ugh. Still, I couldn't source cinnamon for my cinnamon rolls without him. Okay.
Aber ich finde es wirklich klasse, dass sie zwischendurch dann immer so Dialoge haben. Also nicht nur diese Dialoge, sondern auch diese Dialoge, wo dann Fortschritt wieder durchkommt, wie jetzt zum Beispiel mit so der you're Mine. Taming the old wild fields, eh? Your grandfather used to say that land was made of gold. And if that's still true, well, a rising tide lifts all boats. Mhm. Okay. Hey, Schätzchen. Aber ich hab deinen Honig noch nicht. Ich brauche noch ein paar Tage. Parker keeps asking me if I might get some cherry branches in. And I'm like, Parker, they're in season for 2 whole weeks out of the year. And the milkwater florist always gets a jump on all the good stock before it can make it on the ferry. Ja, das ist doch cool. Ist auf jeden Fall sehr geschäftstüchtig. Dann mal eben die Kinder bei der Schule stören. Bei der Schule stören. Naja, ihr wisst ja, ne? Ich und Deutsch, das ist, wenn ich spiele und aufgeregt bin, geht gar nicht. My mom sometimes calls me by my sister's name. We don't look anything alike. So what was the wildest thing you ever saw in the city? Oh, I saw a rat drag a piece of pizza into a storm drain once. That's not really what I was imagining. Es klingt eklig, aber irgendwie auch cool. Ich meine, die Ratte, die muss ja kräftig gewesen sein. Finn thinks the woods are haunted. Not me. I'm not scared. But Mom doesn't let us go in the woods by ourselves anyways. Kann ich verstehen. Gut, bei denen werden jetzt wahrscheinlich keine Mörder oder Kidnapper oder sowas rumlaufen, hoffe ich mal. Do dreams mean anything? Mine keep getting weirder and weirder. I think they do. I bet if you asked Shelby, he'd have some good insight for you. Dann reden wir nochmal eben mit ihr. Violet mentioned that you helped her source some of the blooms for my order. Thank you. They were charming. Sure. It was no trouble at all. You just got here and you're already helping out your new neighbors. I think that's just lovely. Mhm. Die guckt mich aber schon wieder so ein bisschen Chucky-mäßig an, finde ich. Ich weiß nicht, die guckt mich immer mit so einem Blick an, als würde sie mich direkt da hängen wollen oder so. So, mit dir können wir nochmal reden. Aber wo ist der Typ? You wanna know the truth? When I first came here, I was more nervous about meeting Hazel than I was about meeting Lena's dad. Really? Yeah. I mean, Marcus was her dad, but I could tell Hazel's opinion really mattered to Lena. We're going on 10 years and 2 kids, so I must have said something right. So, das richtige Drücken, ganz wichtig. Ja, Werkzeugschuppen, ich krieg die Sachen ja nicht weg, das ist ja das Problem. Mine, genau, das wollen wir erstmal. Should only take a day or so. Ist mir egal, ob ich da noch einen Tag drauf warten muss. Hauptsache, es wird gemacht. Oh, ich bin so happy. Habe ich mit dir? Nee, habe ich noch nicht gesprochen, ne? Have you ever lived anywhere other than Fairhaven? Not for very long. I did commute back and forth to the city for a year, though. I was taking a business management class. The city wasn't for me, but it did give me the chance to meet Parker, so I'm grateful to it for that. Das geht alles so seine Wege. Ich meine, hätte ich mich damals nicht von meinem, ja, mittlerweile Ex-Mann getrennt, hätte ich nicht meinen Freund kennengelernt, also beziehungsweise wäre nie wieder zurückgezogen, hätte ihn nicht kennengelernt. Also eigentlich muss man ihm auf eine verquerte Art und Weise sogar dankbar sein. Der fragt nicht mehr nach dem Papier, oder? I'm so glad Sophia has her cafe just around the corner from the Consciousness Center. Counseling my members doesn't leave me much time for cooking. And my culinary attempts tend not to go too well. Ich bin dann mal weg. So, ich wollte hier nochmal kurz gucken. Die haben ja was gesagt von dem Grab von meinen... Was macht die denn jetzt hier? Aber mit dir habe ich ja schon gesprungen. Kann ich nicht nochmal, ne? Nee. Von hier aus kann man aber zumindest nichts lesen. Ich habe jetzt gedacht, da könnte man jetzt vielleicht nochmal irgendwie eine kleine Zwischensequenz oder sowas sehen, aber anscheinend nicht. Na gut, dann lassen wir das sein und suchen immer noch den Indianer.
Oh, was hat er jetzt gemacht, dass er beim Arzt sitzt hier? Some people think Shelby is odd, and he is. But that's what makes him delightful. If you ever treat him with anything less than kindness, you will be hearing from me. After you hear from your grandmother, I'm sure. Ja, die ist schon nett. Die ist irgendwie cool. Aber diese andere Verschrobene da von dem komischen Bürgermeister, die mag ich ja so gar nicht. Ja, stell dich doch einfach in die anderen Leute rein. Kein Thema. It's cool that Lena and Parker let their kids roam around town. My mom was so overprotective when I was little. She wouldn't let me play outside half the time. I think that's why I can't stay in one place for very long now. Okay, sie ist da drin. Mit ihr habe ich aber unterwegs gesprochen, oder? Nee, Moment, mit der anderen habe ich... Ich wollte gerade sagen, mit ihr noch nicht. This may sound funny, but the bar stool on the far left is my favorite. That's where Giacomo sat the first time he walked into my diner 15 years ago. He and Marcus, Lena's father, were supposed to be talking about something serious. Oh, but Giacomo only had eyes for me. Oh, das klingt doch irgendwie süß. Kann ich? Moment, kann ich? Kann ich Fischstäbchen verkaufen? Habe ich da noch welche? Ich muss mal eben gucken. Ich denke nicht. Nee, okay. Okay, dann habe ich keine. Na komm. Bruno, du bist ja ausnahmsweise mal am Arbeiten. Sophia's food is great. And it sure beats dining with Vanessa and Otto at the Mayor's Mansion. Do you know what a macrobiotic diet is? Ja. It's a horror is what it is. Das kommt drauf an, wovon man sich ernährt, sagen wir es mal so. Also ganz ehrlich, wenn ich so neben ihm stehe, der ist zwar auch tätowiert und alles und der sieht auch wirklich nett aus. Aber allein schon wegen der Sache mit dem Heuschnupfen. Ich glaube, es muss der Surferboy sein. Ich habe mich da jetzt irgendwie drauf eingeschossen. I'm getting the sense that Emmy and Finn have quite the reputation. Is it deserved? Look, they never prank me, but that's because I treat them like humans and not little menaces. Also, Lena's kind of my big sister, so I'm kind of their cool uncle. And you don't mess with the cool uncle. Ich meine, irgendwie hat er auch komische Haare, ne? Finde ich. Ich weiß es. Ach so, das ist zu. Auch die ist schon wieder da. Okay. Hallo? Mit dir habe ich doch noch gar nicht geredet. Redest du mal mit mir? I tried giving Amira some lobster I caught as like a thank you for always fixing me up when my knife skills are not on point. But it turns out she's allergic to shellfish. Smooth, Kim. Real smooth. Eieiei. Okay. Das, ja gut, das kann sie natürlich nicht wissen, ne? Ich meine, kann sie vielleicht schon wissen, wenn sie länger da lebt, aber... Das ist dann mal ein bisschen in die Hose gegangen. Ah, hier unten läuft er nicht zufällig rum. Nee. Ich gehe jetzt nochmal zum Haus zurück. Vielleicht ist er auch einfach nur im Haus und hat irgendwie die ganze Zeit geschlafen oder so. Das kann natürlich auch sein. Weil er hat ja so keinen Job hier. Also gut, seine Farm ist quasi sein Job, ne? So wie ich das verstanden habe. Nein, ich werde jetzt diesmal nicht angeln gehen. Geht weg, ihr Fische. Geht weg. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist mal kurz gucken, ob ich hier noch was einsammeln kann. Irgendwo am Strand. Sieht mir aber nicht danach aus. Okay. Dann gehen wir hier mal direkt hoch. Und jetzt sagt mir bitte, dass er da ist. Ich habe den Namen zwar wieder vergessen, aber ich weiß noch, dass er es ist. Nein, er ist schon wieder nicht da. Wo bist du? Sag mir, wo du bist. Ey, ganz ehrlich, wo soll man diesen Kerl denn jetzt noch finden? Moment, da steht eine Tür. Halb offen. Achso, da kommt man aber nicht hoch, ne? Ja, okay. Ich dachte gerade schon. Hatte er mal gesagt, wo er normalerweise ist? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Bis ich den erstmal gefunden habe. Oh, Kätzchen, komm her, meine Süße. Genau, ich schenke der Katze den Kuchen. Oh, look at the head scratches.
Ja, ich wollte nur mal kurz ein Bild davon machen. Ich finde das so schön. Okay, nee, das war eine normale. Da liegt aber noch was. Da bist du ja. Starrst du hier den ganzen Tag aufs Wasser oder was? Thomas, ich hoffe, das war jetzt der Richtige, aber ich meine ja. Auswählen, nicht essen. Here's some cornbread, Thomas. Grandma made it. Oh, thanks for bringing it by. That's very kind. Sure, you're welcome. Ah, okay. Ist klar. Wie komme ich denn jetzt hier raus? So. Ach so, ich muss nach unten. Hurra! Good thing you learned how to fish from Bruno. When I was a kid, the fisheries were focused on getting bigger and bigger. When they got too big, they went out of business. Bruno never did that. He fished as much as he needed. No more. Nein! Geh doch nicht in dem Moment raus. So, jetzt muss ich auch mal erzählen, ne? Jetzt muss ich auch mal erzählen. Ich sag doch, wenn ich aufgeregt bin, dann sollte man mir am besten gar nicht zuhören. Das darf ich nicht zu laut sagen, weil sonst kommt der Lars nämlich an und sagt, hier, du hast gesagt, die soll man nicht zuhören. Hä? Wo ist denn jetzt die Einzäunung hier hin? Ach so, kann er immer nur eine Sache auf einmal machen, oder wie? Oh, das ist ja doof. Mama! Doch, den Trank habe ich gemacht, genau. Well, did you give Thomas the cornbread? Yes, and he seemed to like it. Thomas is a bit hard to win over, but I think you two will get on fine, and giving him his favorite food will certainly help. Ah, so what you're saying is I should bribe my way into my neighbors' hearts. Exactly. Well, talking to them once in a while helps too. You'll get to know them better that way. And maybe soon you'll find someone you really want to get to know. You get my meaning. Yep, I think I got it, Grandma. Okay, aber abgesehen davon, dass ich die Sachen nicht herstellen kann, ich würde mich ja gerne mal bei dem Surferboy hier einschleimen. Ich weiß aber nicht, soll ich ihm irgendwie Fischstäbchen mitgeben oder so? Ah, da brauche ich... Ah! Da brauche ich nur ein Ei und Weizen für. Wobei ich eher sagen würde, dass ich dann bei der einen punkte, oder? Ich weiß, der Typ hat ja auch gar nichts gesagt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt darauf steht, Fisch zu essen, nur weil er surft. Ich meine, ne? Was braucht man denn dafür? Ach, nur Mais. Okay, haben wir zwar nicht, aber ich meine, ne? Ach so, jetzt habe ich das unten links drin stehen. Okay. Jetzt doch mit dem Saugfisch, das war okay. Das hatten wir festgestellt. Das war auch okay. Die ging auch noch. Den bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Der ist, glaube ich, neu. Kann ich gar nicht. Achso, ich habe keinen. Oh nein. Oh, Leute, ich sollte echt mehr Mehl kaufen, ganz ehrlich. Mehl, Quatsch. Mehr Weizen. Okay, jetzt muss ich noch mal eben schauen. Ich muss, meine ich, nach unten, um das zu verkaufen. Ich bin mal wieder, wie immer, nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine, ja. Nein, jetzt ist sie nicht... Ja gut, sie war die ganze Zeit, glaube ich, nicht da, ne? So. Verkaufen. Erstmal gucken hier. So. Wenn ich jetzt wüsste, was er jetzt für ein Leibgericht hat. Schenken kann ich ihr auch nichts. Wenn ich jetzt mal ganz clever bin, was bestellt er denn? Vielleicht bestellt er immer Pommes oder so? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall günstig. Oder Pizza? Was soll ich das wissen? Ich nehme mal einfach auf gut Glück meine Pommes mit. So, kann ich dir die schenken? Hi. Ich
Ich möchte dir was schenken, und zwar Pommes. Bitteschön. Oder brauchte der was Veganes? Ich bin... Ja, eigentlich ist es ja. Oh, give that right over here. Das war aber nicht sein Leibgericht. Aber es scheint ihn zu freuen. Ob ich jetzt nochmal probieren soll? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er irgendwie... War er derjenige, der vegan ist? Keine Ahnung. Ich meine, gut, Pommes ist natürlich schon mal ein guter Anfang. Nudeln eigentlich auch, wenn man nicht diese Dingsnudeln macht. Und vor allen Dingen nicht Bolognese. Vegane Pizza gibt es ja auch. Wobei, das ist jetzt Käsepizza. Kaffee. Mag er Kaffee? Ich habe keine Ahnung. Sojamilch. Sojamilch schmeckt unheimlich gut. Nehmen wir die mal. Die ist auf jeden Fall vegan. So, vielleicht... Ich weiß nicht, ob er jetzt der Typ war, der... Ich kann gar nicht mehr mit ihm reden. Nein! Oh, ihr könnt mich doch mal spielen. Du bist so gemein zu mir. Ehrlich, habe ich mit dir? Doch, mit dir habe ich heute schon geredet. Oder? Ach so, jetzt kann ich mit jedem quatschen, um was zu geben. Na toll. Nee, ich bundle da jetzt nicht mit zwei Kerlen. Das wäre nicht gut. Wann habe ich das denn jetzt eigentlich gemacht? Habe ich mit dir heute schon gesprochen? Ich glaube, ja, oder? Ja, natürlich auch. Also ich meine, ich habe alle, soweit es geht, nach der Reihenfolge gesprochen. Deswegen, ich meine, gegen 9:30 rum habe ich die Flasche reingemacht. Das heißt, ich müsste bis zum Abend warten und dann das Zeug holen. Oma ist beim Lesen eingeschlafen, so wie das aussah. Nee, noch 3,5 Stunden. Okay, dann lasse ich die Zeit mal ein bisschen weiterlaufen. Und schalt euch gleich wieder hinzu. Herausfordern. So. Ja, ich würde sagen, ich schalte euch hinzu, wenn es abends ist. Dann nehme ich das hier. Ich meine, ich mache ja nicht viel. Ich nehme das einfach nur raus. Und laufe da nach drüben, wo die, ich sag mal, Druiden sind. Keine Ahnung, Hexer, Hexen, was weiß ich. Und da schalte ich euch dann gleich wieder hinzu. Bis gleich. Nein, ich habe gerade etwas festgestellt. Etwas, wo ich gerade die Hände über den Kopf geworfen habe. Ich muss nämlich 3 von diesen Dingern brauen. Ich kann es noch gar nicht machen. Ich muss tatsächlich... Oh. Das heißt, ich kann gar nicht mit euch dahin gehen. Ich muss jetzt... Kann ich das überhaupt nicht? Ich habe keine Erde mehr. Ich muss jetzt wieder die nächsten 2 Tage warten, bis ich wieder Erde habe. Dann muss ich wieder den Trank reintun. Ich meine, Fliegenpilze haben wir noch genug zum Glück. Aber ja, der Rest... Den Rest haben wir leider nicht genug. Das heißt, da wir sowieso sonst nichts anderes machen können... Dass ich mich jetzt schon mal ab ins Bett bewege. Und ja, es tut mir wirklich leid. Es dauert dann noch 2 Tagen, also sprich 2 Folgen, bis wir das Ganze abgeben können. Aber in der nächsten Folge kommen wir hoffentlich mit der Mine weiter. Zumindest sollten wir dann rein können. Vielleicht kriegen wir auch die Spitzhacke. Ich hoffe es zumindest. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Ich hoffe ihr auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Should I go to bed?